ein Klavier, auf dem man quasi alles spielen kann. Auch von den, auf dem Klavier kann man viel mehr spielen als ich kann. Gerhard? Bitte? Ist die Akustik schon da? Akustik ist im Burgtheater. Aha. Da sind es Techniker. Na, das, das ist zum Beispiel ein Problem, dass ich einen Tontechniker habe, der lustiger ist wie ich. Das ist auch nicht leicht. Ja. Er kriegt immer mehr Applaus wie ich. Oft sind auch Unterschriftenlisten werden für ihn durchgegeben und so. Zu Recht. Warte mal. Deppert. Gerhard, bitte. Ja. Singe nur eh nichts, das war nur. Ich muss immer schauen vorher, weil die haben so Pissoirs, wo man die so wegspritzen. Die haben da so Einlagen drinnen, die spritzen immer weg. Und das im Orpheum ist immer so, dass somit immer im Orpheum nur. Ich weiß nicht, ob die erzeugt werden nur für das Orpheum, diese Einlagen bei den Pissoirs, die Herren wissen, was ich meine, das spritzt immer genau zurück. Also man wird es nicht los auf Deutsch. Gerhard? Ja. Ich weiß nicht, was ist denn los mit dir? Du mischst dich normal viel mehr ein. Was gehst du an Weihnachtsfeier gehabt? Das auch, aber wir plaudern da gerade. Ah. Und? Hast du Schädelweh? Ich habe Aspirin dazu. Ja, zu was? Was hast du gesoffen? Wodka. Gerhard, du bist aus Groß-Petersdorf, da sagt man Rotwein. Der flockt aus, wenn ich Wodka dazu trinke. Und Wodka ist Grundbedingung, das ist so wie ein gespritzter für dich. Also Wodka ist wie Wasser, das brauchst du auf alle Fälle und das andere kommt dazu. Genau. Verstehe. Und jetzt hast du Schädelweh. Ein wenig, ja. Ja, aber das kommt nur vom. Weil von Wodka kriegst du kein Schädelweh, sag ich dir nur. Du kriegst das Schädelweh vom Rauchen. Wenn du 40 Marlboro durchziehst, dann habe ich auch Schädelweh. Ja, die ersten 20 schmecken nicht was. Gerd ist quasi Raucher, 40 Marlboro am Tag, Spiegelalkoholiker und gleichzeitig Veganer oder Vegetarier? Vegetarier. Vegetarier, biologisch dynamisch. Oder, Gerhard? Was? Was bist du jetzt? Vegetarier mit nur Bio oder isst du anderes Gemüse auch? Nur Bio. Nur Bio, natürlich. Und trotzdem rauchst du 40 Mal daran. Ja. Verstehe. Ein echter Grüner. Das sind die Leute, die ziehen 30 Schicht durch und sagen, boah, ich hab so Schädelweh, da muss man Hochspannungsleitung in der Nähe sein. Ich dachte, du fängst mit deinem Programm an. Jetzt bist du angefressen, weil der das so gut angekommen ist, richtig? Ich möchte dann essen gehen. Ja, ja. Ich darf sagen. Kannst du aufhören, dass du immer sagst, ich darf sagen und dann sagst du das eh gleich? Wieso? Gerhard, weil du kein Konjunktiv brauchst für was du im nächsten Moment machst. Du brauchst nicht sagen, ich darf sagen und im nächsten Moment sagst du das eh schon. Sag, ich wer sage, sag gar nichts und sag's auch. Das ist wurscht. Das ist nicht wurscht. Immer wenn er kommt, sagt er so, da war er dich jetzt da, du bist schon da, das musst du mir nicht entscheiden. Es kennt der Kurt gleich, dann wir weitermachen. Ist der schlechter wie du? Der hat früher Rockbands gemischt, der hört nichts mehr. Der Gerhard, wenn er mich eintunken kann, er schreckt nicht einmal davor zurück, dass er Kollegen fertig macht. Schrecklich. So, ich gehe jetzt wieder, ich mag nicht. Ich möchte jetzt ganz normal anmoderiert werden, so wie jeder andere.